Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Heute immer noch in der Nuka-Cola-Fabrik. Und wir laufen hier ein bisschen rum und gucken, ob wir irgendwas finden, obwohl wir auch für gar nichts mehr Munition haben. Und ich sollte definitiv die Schrotflinte verwenden. Oder die Jagdflinte könnten wir auch. Nee. Jagdflinte brauche ich definitiv noch. Mann, nehmen wir schon. Nein. Ja, Kampfflinte. Davon haben wir genug Munition, die verwenden wir eigentlich ungern. Also gern. Ungern bei richtigen Gegnern. So, und ich habe eingestellt, dass wir kein Holz mehr suchen. Sondern nur noch die Dinge, die wir wirklich brauchen. Glaube ich zumindest. Also Alu suchen wir natürlich ohne Ende. Nehme ich auch Aluminium mit. Wird mal Zeit, dass wir ein bisschen zielgesteuerter arbeiten. Obwohl dieses Unsichtbar machen bestimmt bei PvP-Spielen richtig nützlich sein könnte. Oh, seht ihr, schon funktioniert das mit dem zielgesteuerten Mitnehmen. Klebeband nehme ich mit. Den nehme ich Mant. Oh, den nehme ich Mant. Den nehme ich mit. Ja, ich bin ein bisschen gewirrt heute. Hier, Tomatenapfel nehme ich auch immer gerne mit. Weiß nicht warum, ich glaube, der könnte halt wichtig werden. Und guck mal, der ist ein Freude. Die brauche ich für die Schrauben. Schrauben habe ich jetzt auch eingestellt, dass wir die suchen. Also alles, was wirklich wichtig ist für uns. Wo willst du hin? Ich bin hier. Hey. Hey. Lauf doch nicht weg. Und ich brauche wieder eine Nahkampfwaffe. Einfach nur, um Munition zu sparen. Also eine richtig gute. Eine, die ich nicht jetzt wegwerfe. Vielleicht baue ich auch mal wieder eine. Gebt mir was Gutes! Ah ja, gut. Ist akzeptiert. Wie er sich angeschlichen hat. Okay, komme ich hier rein? Das sieht wichtig aus. Endlich kann ich meine Stufe 2 einsetzen. Ja, ich bin drin. Was bekomme ich so Schönes? Eine Matratze, okay. Patronen und Aluminiumschrott. Aber die Patronen, ja. Und noch ein Safe dazu. Kann doch nicht ernst sein. Hä? .44er Pistole. Oh, nicht schlecht. Gucken wir mal, was wir da gefunden haben. .44er Pistole. Ja, nette Geschichte. Vielleicht sollten wir die auch nicht nutzen. Einfach nur die billige Pistole. Auch wenn die ein bisschen zu billig ist. Aber es hat sich schon gelohnt, hier zu kommen. Eine neue Waffe gefunden. Die man auch wirklich nutzen kann. Und direkt eine Bergbank. Sehr schön. So. Was können wir eigentlich derzeit für Waffen herstellen? Einfach, ich muss mal kurz gucken. Ein Impro-Repetierer-Pistole mit richtig gut Schaden. Oh, verwendet 308er Munition. Ah. 45er. Ah.
könnte eine Kampfflinte herstellen, die nicht wirklich besser ist als meine, die ich gerade habe. Und ich gute Nahkampfwaffen kann ich auch nicht herstellen, ne? Wir brauchen jetzt mal eine Waffenexperten. Okay, Impro-Pistole. Was kann ich mit dir machen? Schon ordentlich was. Ich kann dich schon mal mit dem gehärteten Verschluss stärker machen. Machen wir direkt. So. Können wir noch so Schönes machen? Die Reichweite erhöhen. Solider Lauf. Oder stabilisierter. Reichweite plus Präzision. Kleber, Kupferschraube. Kleber, Kupferschraube. 232. Eigentlich egal. Oh, ich kann den Schaden noch mit Standardkolben verstärken. Oder mit einem präzisen. Ist auch beides gleich. Manchmal verstehe ich das nicht. Okay. Dann gehen wir darauf. Das Gewicht will ich jetzt nicht unbedingt erhöhen. Ich will auch kein krasses Zielfernrohr dran bauen. Machen wir einen fetten Schalldämpfer ran. So. Jetzt haben wir eine Waffe. Warte. Will sie reparieren. Okay. Dann können wir jetzt damit ein bisschen arbeiten. Nett. Was wir aus einer Pistole so gemacht haben. Müssen wir eigentlich nur noch kurz nach Hause und dann die Munition dafür holen, ne? Na gut, gehen wir nach Hause. Holen wir uns die Munition dafür ab. Und dann können wir damit ein bisschen kämpfen in den Low-Level-Bereichen. Und dann reisen wir halt meinetwegen dahin, wo wir die Powerrüstung gesehen haben und holen wir uns die Powerrüstungsteile, reisen nochmal nach Hause und dann gehen wir wieder weiter zur Quest. Das ist der Plan. Also haben wir auf jeden Fall schon mal eine Waffe mit ordentlich Munition, die macht jetzt nur 29 Schaden, ist jetzt nicht so wild. Hauptsache, wir verballern nicht unsere gute Munition an Gegnern, die zum Beispiel einfach nur schwach sind. Wenn ich da irgendwie so eine Kakerlake sehe, muss ich da auch nicht meine Schrotflinte reinhalten. So, wir sind zu Hause angekommen. Ich wette, da hinten sind Gegner, die wir anschießen können. Irgendwie diesmal nicht. Ja gut, dann halt nicht. Nehmen wir uns das Essen hier nochmal mit. Warum müssen sie es auch kaputt machen? Ich könnte jetzt noch mehr von dem Scheiß anpflanzen, aber ich glaube, das reicht erstmal fürs Erste. So. Wir haben sicher ordentlich was zu essen dabei. Ja, Maulwurfshappen. Holz haben wir wirklich ohne Ende. Okay. Getränke haben wir nix. Vielleicht werde ich irgendwann mal losziehen und ordentlich Wasser holen. So. Dann nehmen wir uns die 308er mit, zack, und freuen uns unseres Lebens. Vielleicht nicht ganz so viele. Okay, was haben wir jetzt alles dabei? Erstmal wieder kurz. Lernen. Wir haben ja jetzt hier. Die ist ab Stufe. Die ist Stufe 5. Ja, komm, dann bauen wir sie auseinander. Die macht zwar wirklich gut Schaden und so, ne? Aber. Für Stufe 5. Lohnt sich gar nicht, sie zu benutzen. Selbst die lohnt sich schon nicht mehr.
herstellen können wir, glaube ich, auch nichts Großartiges, ne? Also keine gute 10 mm. Da können wir auch gar keine 10 mm herstellen. Lass gut sein. Ach, guck mal. Gegner. Du bist verbrannt. Aber es ist schon mal nicht schlecht. Ja, von der Genauigkeit kann man noch streiten, aber... war vielleicht auch nicht so guter Schaden, wie ich dachte. Oh, wir haben jetzt schon ein halbes Level gemacht, Alter. Puh. Not bad, Zero, not bad. Oh, Steam. Fleisch. Das kannst du behalten, Junge. Na, vielleicht das Fell noch mitnehmen, ne? Okay, wir haben die Munition mitgenommen. Wir ziehen uns jetzt was zu trinken rein und dann geht's weiter. Ja, yeah, eine Coca-Cola Quantum. Nur das richtig gute Zeug. Oh, ich habe meinen Red Axe reingezogen. Ja, gut. So, dann noch unsere Melonen hier reinziehen. Geben uns noch ein bisschen Wasser. Mais hier, komm. Machen wir mal voll hier. Okay. Und dann geht's nochmal hier zurück ins Kraftwerk. Weil wir haben da ja unsere Power-Rüstung, wenn ich mich recht entsinne. Ich weiß es noch nicht. Ich nehme jetzt ein bisschen mehr auf als sonst. Das heißt, eure Kommentare machen jetzt nicht vielleicht so viel Sinn. Aber ihr könnt beweisen, dass ihr es wisst, dass es da war. Ist noch bevor ihr diese Szene seht, wo ich die Power-Rüstung aufsammle, habt ihr die Möglichkeit zu sagen, hey Zero, da ist die Power-Rüstung. Dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Ich wiederhole, dies ist ein Alarm aufgrund eines atomaren Zwischenfalls. Im Poseidon Energy Kraftwerk WV-06 hat es einen kritischen Zwischenfall gegeben. Spezialteams sind unterwegs. Bleibt bitte drin und wartet auf weitere Anweisungen. Ich will eigentlich nur hier reingehen, Baurüstung holen und mich dann einen Keks freuen. Ich weiß aber, dass da irgendwo ein Eingang ist, der in eine nicht so wirklich tolle, tollen Bereich geht, wo es ziemlich abgeht. Das ist ein Schild! Protestschild. Menschen zuerst. Finde ich gut. Ich habe mehr als genug Munition für euch. Wir nehmen mal die ganzen Waffen mit. Wir bauen sie auf jeden Fall auseinander. Ich sehe deinen Fuß, Junge. Vor allem Jagdgewehre machen ganz viel Sinn. Zement. Obwohl, Zement kann man immer mitnehmen. So, wir brauchen jetzt nur noch einen Eingang, der auch wirklich funktioniert, wo wir nicht sterben. Oh, guck mal, ein Generator. Erfordert Stufe 3. Okay, ich glaube, dass hier irgendwo einer der Atombombensprengköpfe lagert. Deswegen da auch diese Stufe 3 ist. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, hier reinzugehen. Okay, ich weiß, dass wir hier diesen Kampf hatten. Das heißt, hier bin ich irgendwo reingegangen. Hi. Ich brauche doch nur irgendeinen Eingang. Kann doch nicht so schwer sein. Also mir wird da ein Eingang angezeigt, aber der ist irgendwie... hier.
Bin mir nicht sicher, ob ich diesen einen Eingang wählen will. Der muss da sein. Autsch. Was haben wir denn hier? Nix. Cool. Ich weiß noch, hier haben wir unseren allerersten Typen bezwungen. Der allererste Gesuchte. Das wäre schön. Da ist ein Eingang. Ich hoffe, das ist nicht der, der mich umbringt. Jetzt direkt umkippe, ist ein bisschen blöd. Und ich weiß auch leider nicht mehr genau, wo die Powerrüstung war. Ich glaube, die war irgendwo an dem Ausgang dran. Ach so, ein Schalldämpfer ist schon was Schönes. Patronenende, oh Gott. Das ist ein Kühlturm, da will ich glaube ich nicht reingehen. Hey! Nur hier, um die Powerrüstung zu finden, Jungs. Bin dann schon wieder weg. So, erstmal. Oh Gott, was habe ich denn gemacht? So, erstmal zack. Dann 10 mm Impro-Pistole. Stabilisierter Lauf, nice. Oh, schon Stufe 10. Wieder warm. Justierter mittelgroßer Lauf. Seht ihr? Das lohnt sich schon, ey. Die ganzen Sachen mal auseinanderzunehmen. Hi. Au. Vor allem sammle ich hier auch schön noch Munition. Ich werde die Powerrüstung nicht mehr finden, denke ich mal. Bin zu blöd dazu, mich zu erinnern, wo genau die war. Also ich kann mich an diesen Ort hier erinnern. Wo genau war die Powerrüstung? War die mehr unten? Ist hier ein Ausgang, ne? Oder? Bin ich hier runtergegangen damals? Nein, auch nicht. Ich glaube, es wird wärmer. Ich glaube, hier war es irgendwo. Wie viele hier rumlaufen? Oh, wo kommst du denn her? Ach, du bist nicht tot gewesen. Der ist noch rumgelaufen. Oh, ich bin wieder hier. Okay, dann... Vielleicht doch falsch. Bin ich vielleicht doch hier links abgebogen und hab dann bemerkt, oh Kacke, hier sollte ich vielleicht nicht rumlaufen. Aber da war die Powerrüstung vielleicht, wo der Exit steht. Ah, Kühlturm, ich glaube, da bin ich schnell gestorben. Hier hat er gerade einiges. Aber ich muss diese Powerrüstung suchen. Ich will hier keine Stunden lang verbringen, ehrlich gesagt.
Ich glaube, jetzt bin ich draußen. Töte menschliche Kreaturen, ja? Gut. Habe ich getan. Aber hier war die Paarrüstung nicht, die war irgendwo drin. 100 Pro. Aber wir laufen kurz mal da hoch und gucken, was da oben ist. Ein Gegner. Wer hätte es gedacht? Und zumindest ein. Nee. Hallo, nimm's mit. Okay, doch. Na gut, hier ist leider nichts. Oh, hallo. War da jetzt noch was drin? Ja. Okay. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Scheiße. Höchstwahrscheinlich gar nicht, ne? Lass mich raten, ich bin draußen. Draußen. Ah, doch, ich komme hoch. Ja, ist doch gut, Ladies. Der Munitionsverbrauch ist echt gut. Vielleicht hätte ich doch die ganzen 800 mitnehmen sollen. Aber ich meine, wir wollen die paar Rüstungsteile ja sowieso nach Hause bringen. Das heißt, da holen wir uns sowieso neue Munition. Ich habe jetzt auch so viel Munition für die anderen Waffen gesammelt. Alter, das tut so gut. Na gut. Wir haben hier noch einen Weg, aber ich will da ehrlich gesagt nicht runterspringen. Ich muss diese Powerrüstung wiederfinden. Auch immer die war. Ich gehe erstmal den regulären Weg. Wir sind ja irgendwie durch 1000 Ecken gegangen damals. Das ist das Problem. Also hier waren wir auf jeden Fall. Ja, was? Ja, ganz genau. Dann gab es hier irgendwas, was man machen konnte. Bla bla. Vielleicht wieder hochfahren. Ja, hast du nicht gesehen, ja. Steuerung, Schutz herunterfahren. Ja, bitte. Nein. Ja gut, da muss noch ein bisschen was gemacht werden. Aber ist mir egal. Ich bin hier wegen der Powerrüstung. Wir haben hier noch einen Weg. Der bringt mich zur Security. Und wieder in den Bereich, okay. Oh, hallo. Schlüssel. Zum Poseidon-Lager für gefährliche Stoffe. Oh, Anforderung für Airdrops. Nehme ich natürlich mit, die müssen wir irgendwann mal noch nutzen. Okay, und dann gehen wir halt oben lang. Land Office. Versuche mich so ein bisschen hier zu orientieren, was aber nicht so leicht ist. Exit. Okay, Stufe 3, da kommen wir noch nicht hin. Können wir uns aber merken, dass es das hier ist. Mir gegenüber was Unsichtbares gelaufen. Hier ist schrecklich. Wo bin ich jetzt? Das war kein Schlagring, den sie getragen hat, aber egal. Ich glaube, hier sind wir schon ein bisschen richtiger, was Power angeht, oder?
Sieht schon so ein bisschen richtig aus. Ach, hier sind wir auf der anderen Seite. Ah, okay. Okay, wir versuchen es hier unten. Oh, das sieht hier gut aus. Au! Ghule. Kann sein, dass sie hier irgendwo eingesperrt war. Wir haben sie gefunden, ja. Heilige Scheiße. Nice. Sehr schön. Impro-Repetiere-Pistole. Für 10. Was haben wir hier? Für 20, na gut. Kannst du das lassen? Wieso macht die... Achso, das sind 308er Munition, deswegen. Nicht mehr. Da. Okay, was haben wir hier? Schlüssel, das habe ich doch. Cool. Ich habe nur Befehle befolgt. Prüft mein Terminal. Es ist alles dokumentiert. Das ganze Fiasko reicht bis nach ganz oben. Poseidon, das Militär, die Regierung, da steckten alle mit drin. Die Proteste mussten aufhören. Sie haben die Nationalgarde geschickt und Gas eingesetzt. Das Gas. Hallucigen-Gas. Sie haben gesagt, dass es sie gegeneinander aufbringen würde. Gewalttätiger Aufstand im Gewerkschaftslager. Proteste enden, ohne dass ein Schuss abgegeben wird. Irgendwas ist schiefgelaufen. Sie haben uns gestürmt. Braucht man nichts zu erkennen, aber sie müssen den Soldaten die Gasmasken abgerissen haben. Sie haben es auch eingeatmet. Ich dachte, es könnte nichts passieren. Das Kraftwerk war abgeriegelt. Keiner konnte hinein. Aber wir haben den alten Anbau vergessen. Dort wurden nie Sicherheitstüren angebracht. Sie sind in die Tunnel gelangt. Dann ins Kraftwerk. Sie waren überall. Es gibt keinen Ausweg. Keinen Ausweg. Keine Ahnung, wozu man die brauchen könnte, aber egal. Weg damit. Na gut, wir haben jetzt die Sachen dabei. Die Sachen wollten wir haben. Stufe 40. Ah, was soll's. Okay, wir haben die Teile, die wir wollten. Jetzt können wir raus. So. Also, wir hätten niemals Schlossknacken Level 2 gebrauchen müssen. Einfach alles nur verarsche. Alles nur verarsche. Na, das Wichtigste ist, dass wir jetzt die Teile haben. Reparieren will ich hier sowieso einen Scheiß. Dann gehen wir weg. Versuchen wir die Orientierung zu finden, nach Hause zu finden. Ach, guck mal. Ist das eine Abkürzung? Keine Ahnung, wo wir hier langlaufen. Ah, es war eine Abkürzung. Sehr schön. Wir sind draußen. Bringen wir die Torso-Teile weg. Aber die sind auch erst ab Stufe 40, ne? Also wir wirklich effektiv eine Power-Rüstung nutzen können, müssen wir erst Stufe 40 kommen. Was ich aber gut finde, ist tatsächlich dieses Level-System. Wenn sie dieses Level-System mit ins Fallout-Universum reinbringen, das wäre so geil. Weil in Fallout kannst du halt alles mitnehmen, was du willst. Muss es halt nur nutzen können, was ja vorher das Level-System war.
dass du halt wirklich diese Stärkepunkte brauchtest und so weiter und so fort. Aber das finde ich doch wesentlich besser, als auf Stärke zu grinden oder so, dass du wirklich pro Level halt noch ein bisschen mehr Schaden kriegst und alles. Oder dass du Power-Rüstung wirklich erst ab Stufe 40 tragen kannst. Weil ich finde das irgendwie ein bisschen blöd, dass du dann irgendwie da mit deinem Stufe 1 rumläufst und Anfang an auf Stärke skalierst und dich dann Kicks freust, dass du da eine Power-Rüstung tragen kannst. Kann ich jetzt schon schnell reisen? Nein, natürlich. Warum ist das alles so krisselig hier? Hallo! Ich bin nach Hause. Und ich kann nicht mehr viel tragen, ne? Was konnte ich noch tragen? Okay. Und dann laufen wir einfach weg. Scheiß auf die Belohnung, ganz ehrlich. So, ist alles schon wieder nachgewachsen, heilige Scheiße. Not bad. Weißt aber auch, dass ich wieder Wasser habe, ne? Okay. Zeit, die ganzen Waffen mal außer. Ach, die Waffen haben wir schon auseinandergebaut, deswegen konnte ich so viel tragen. Stimmt. So, aber wir haben noch eine Pumpgun dazu gekriegt und ein Jagdgewehr. Kurzes Aufklärungsziel, Fernrohr, okay. Wir haben jetzt ziemlich viele Jagdgewehre auseinandergenommen, deswegen hoffe ich einfach mal, dass wir wieder ein bisschen was dazu bekommen haben. Jagdgewehr. Ja, nicht schlecht. Wir könnten schon mal einen gehärteten Verschluss anbringen. Dann gucken wir mal. Reichweite 216. Waffenschmied Rang 2. Na gut, hier brauche ich keine Waffenschmied Rang 2. Ja, nehmen wir den. Ach, ich habe... Ah, ich habe den zu Rang 2. Hm. Präzisione. Verbessern wir die Präzisione, ja? Ah, hier, präziser Kolben. Beißendes Magazin. Ich weiß aber nicht, wie groß die Magazingröße ist, wenn ich das mache. So, Leuchtvisier. Brauchen wir dafür ein gutes Visier? Ich glaube, ich nehme den Punkt. Da natürlich einen schönen Schalldämpfer noch dran. Hey. Taktisch oder kompensiert? Wenn ich den nehme, habe ich noch ein bisschen mehr Haltbarkeit, ne? Aber ich glaube, ich nehme den Kompensator. Markierung haben wir keine. Ja, gut. Zumindest haben wir schon ein bisschen was verändert. Erhöht Schaden durch kritische Treffer, ja, okay. Verbesserte Präzision aus der Hüfte, erhöhter Schaden. Das war das. Ja, weißt du was, ich kann es mir leisten. So. Wir hätten sogar noch den hier. Verbesserter Schaden, erhöht Schaden durch kritische Treffer. Was natürlich noch besser ist. Aber hey, komm, vielleicht hätte ich mir das vorher durchlesen sollen. Was war denn... Hier. Verbesserte Rückstoßdämpfung pro Schuss, verbesserte Rückstoßkontrolle, verringerte Reichweite. Ah, ist beides dasselbe, okay. Nur, dass ich da halt ein bisschen mehr. Ihr wisst schon, was ich habe. Verbesserte Vergrößerung, überlegene Präzision durch das Visier. Ja, gut, jetzt. Erhöhte Vergrößerung. Ah, Rest brauche ich nicht. So, haben wir hier schon wieder was Neues.
die Feuerrate erhöhen. Im Stecherabzug. Dann würde auch der der Schaden leidet drunter. Ja, haben wir schon gut gemacht. Irgendwo hier liegt eine Mine bei mir. So, 10 Millimeter kann eigentlich weg, ne? Hier kann ich höchstwahrscheinlich nicht viel machen. Nee. Könnt ihr die Präzision noch ein bisschen verbessern, ja. Wieso bin ich am Sterben? Irgendwie bin ich am Sterben und ich weiß nicht warum. Na gut. Könntet ihr aufhören, mit der Scheiße? Gut, jetzt haben wir ein bisschen daran gearbeitet. Jetzt gucken wir uns noch die Rüstung an, die wir machen können. Und dann sind wir, glaube ich, vorbereitet für das Beste. Okay, Metallrüstung. Ja, also meine Sachen sind schon ein bisschen veraltet, ne? Muss man sagen. Vor allem das Ding. Rechtes Bein brauche ich irgendwie mal neu. Leichtbau könnte ich draus machen. Markierung. Ja, dann hätte ich meine Taschen nicht, ne? Brustteil. Ja, Brustteil hier. Also was ist mit dir? Ich kann da nicht mal verdammten Taschen dran machen. Chameleon, da, du bist hier der mit Chameleon, ne? Kann noch eine Regierung aufmachen. Auch keine Taschen. Taschen! Nice, jetzt habe ich überall eigentlich Taschen drauf, außer linker Arm und rechtes Bein. Aber du bist ja auch legendär, oder? Ja, du bist legendär. Na gut. Lassen wir es dabei. Hier kann ich sowieso nichts machen. Pipboy kann ich auch nichts machen. Und Metallbrustteil, ja gut. Emiliert. Hm? Okay, wir kommen jetzt gerade richtig gut voran, Freunde. Ich weiß, es ist jetzt nicht so wirklich aufregend und alles, aber mir wurde gesagt, Dinge gehören dazu im Spiel und die werden wir auch machen. So, ready. Das Jagdgewehr sieht gut aufgepimpt aus, sehr schön. Muss auf jeden Fall mehr von diesen Waffen finden. Gut, Freunde, ich würde sagen, ich entleere jetzt noch mein Inventar ein bisschen, den ganzen Scheiß, den ganzen Schrott. Und dann sehen wir uns morgen zu einer neuen Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.